Sieht so eine Bundeswehreinheit der Zukunft aus? Mit Roboterhund, Drohnen und einer Uniform, die auch digital kann? In der Oertzetal-Kaserne im niedersächsischen Munster wird innerhalb eines Testverbandes des Heeres für Digitalisierung ausprobiert, was für die Truppe auf dem Gefechtsfeld überlebenswichtig ist. 111 Mitarbeiter arbeiten mit den Werkzeugen der Zukunft. Für Brigadegeneral Frank Pieper ist diese Einrichtung sehr wichtig. Digitalisierung ist lebensnotwendig, ist überlebensnotwendig, um es mal so zu sagen. Wer nicht digitalisiert auf dem Gefechtsfeld, wird mindestens unrelevant und läuft oder irrelevant oder läuft im schlimmsten Fall Gefahr vom Gegner, der gnadenlos digitalisieren wird, der alle diese Mittel einsetzen wird. Wir haben es in Aserbaidschan beispielsweise gesehen mit dem Drohnenkrieg, der über die Kräfte dort hergefallen ist. Der läuft Gefahr, auf dem Gefechtsfeld ins Hintertreffen zu geraten. Und das wollen wir nicht. Wir sind Deutschland, wir sind eine Hochwertnation, eine Hochtechnologienation. Wir haben die Mittel, wir haben die Forscher. Wir müssen unsere Kräfte nach vorne bringen, damit wir Technologieüberlegenheit haben, Informationsüberlegenheit und Wirkungsüberlegenheit. Das sind wir unseren Soldaten schuldig. In 2 bis 4 Jahren könnte tatsächlich mit dieser neuen Technik gekämpft werden, ist sich Pieper sicher. Zu den Highlights zählt sicherlich Wolfgang 001, die Geheimwaffe der Bundeswehr. Der autonome Hund kann genutzt werden, um Gelände oder Gebäude aufzuklären. Er kann aber auch Lasten tragen oder von seinem Rücken aus Drohnen starten lassen. Auch die Vernetzung der Ausrüstung wird vorangetrieben. Körperkameras können überall auf einer entsprechenden Weste angebracht werden, in der auch Stromversorgung und Datenleitungen direkt integriert sind. Die Akkus können während einer Fahrt geladen werden. Hightech in Reinform. Wir haben es jetzt bei der Evakuierung in Afghanistan gesehen. Krisen müssen vor Ort gelöst werden. Das Heer muss vor Ort gehen und dann müssen wir dort entsprechend das Beste zur Verfügung stellen. Und Digitalisierung ist Teil des Besten. Bei der Bundeswehr heißt das Modernisierungsprogramm Infanterist der Zukunft, kurz IDZ. Die NATO nennt es Future Soldier. Ich habe